Herzlich willkommen zur Tageskarte für heute, den 17.03.23. Ich bin mal gespannt, was uns die Karten heute mitteilen möchten. Das ging schnell. Sie haben uns sogar zwei Karten dieses Mal gegeben, zu mitteilen, was heute der Input ist. So. Einmal obendrauf die Welt und die sieben Schwerter. Dann fangen wir mal mit der Welt an, weil die obendrauf gelegen hat und zuerst zu sehen war. Die Welt bedeutet sich selbst stärker bewusst sein, das innere Selbst kennen. Die Chancen, die die Welt bringt, sind in Harmonie mit sich selbst und allem um sich herum leben. Was bedeutet, wir sollen heute wieder daran arbeiten, Dinge, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, zu bearbeiten, abzuschließen und hinter uns zu bringen, damit wir gestärkt in die Zukunft können. Die Schwächen dieser Karte sind halt übermäßiges Vertrauen in sich selbst. Also wenn man sich halt zu viel zutraut und übernimmt, da sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Und den falschen Lebensweg zu gehen, ist eine Gefahr. Also wenn man sagt, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin, ich gehe diesen Weg und auf dem halben Weg merkt man dann, ich habe mich vertan. Das kann auch vorkommen. Die Botschaft ist, wenn wir aufhören, uns selbst zu hinterfragen, kann es passieren, dass wir uns falsche Vorstellungen machen, wer wir wirklich sind und was wir wollen. Schaue daher regelmäßig in dein inneres Selbst und hinterfrage dich, um den richtigen Weg einzuschlagen. Also wir sollen nicht uns selber sagen, welchen Weg wir gehen, ohne das mal nachzuprüfen oder zu hinterfragen. Es ist nämlich eine Art des Menschen, sich für eine Sache zu entscheiden und dann auch stur dabei zu bleiben, um keine Schwäche zu zeigen. Das sollen wir auf keinen Fall machen. Dazu haben wir jetzt heute noch die sieben Schwerter, die wir uns angucken wollen. Sie sind in Verbindung mit der Welt zu sehen, weil sie mit ihr zusammen rausgefallen ist. Die Stärken dieser Karte ist mysteriös. Also, das heißt, wir sollen der Wahrheit ins Auge sehen können. Das gibt die Chance, diese Karte. Die Gefahr und die Schwäche dieser Karte ist, also die Schwäche ist unehrlich sein, also dass wir das, was wir sehen, nicht selber annehmen wollen und einfach verdrängen und ignorieren, uns unehrlich gegenüber uns selbst sind. Oder auch die Gefahr ist, allein leben und von eventuell unehrlichen Menschen umgeben zu sein. Es kann also sein, dass wir uns auf dem Weg befinden, uns selbst zu erkennen und zu erfahren, aber wir Menschen in unserem Umfeld haben, die das nicht möchten und uns dann durch ihre Worte und Taten davon abbringen, das zu tun, was für uns eigentlich das Richtige ist. Ob sie dies bewusst oder unbewusst tun, ist immer personenabhängig. Die meisten tun es unbewusst oder wollen halt nur das Beste für uns, auch wenn es in dem Moment nicht das Beste ist. Die Botschaft dieser Karte: Die Menschen um uns herum sagen uns oft, wer wir wirklich sind. Du hast die Macht, den Kurs deines Weges zu ändern und bessere Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Also wie gesagt, die Karte möchte dich darauf aufmerksam machen, dass es jetzt Zeit ist, dein wahres Selbst zu finden und diesen Weg zu gehen und dich nicht von anderen Menschen beeinflussen zu lassen, den Weg doch nicht zu gehen, da das einfach nur dich aufhalten würde, dich zurückhalten würde. Ich wünsche viel Erfolg heute beim Bearbeiten dieses Themas. Dieses Thema kommt ziemlich oft vor, da es ein wichtiges Thema ist und der Mensch oft Schwierigkeiten hat, dieses wichtige Thema wirklich zu bearbeiten und damit abzuschließen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr könnt, geht in die Natur, atmet tief durch, ärgert euch nicht über Menschen, die euch zurückhalten. Sie meinen es meistens gut. Und ihr habt die Kraft, alles zu überwinden und jeden zu überwinden. Bis dahin, einen wunderbaren Tag.